Ganz kurz vorab, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wirst du auch meinen Newsletter lieben. Geh einmal auf jörg-mosler.de/newsletter und trag dich dort kostenfrei ein. Schließ dich über 3000 Unternehmern an und erhalte 2 E-Mails pro Woche für mehr Mitarbeiter und Azubis. jörg-mosler.de/newsletter. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo zusammen, ich grüße euch, hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast. Heute mit einem Thema, das uns definitiv alle angeht, egal aus welcher Branche wir gerade kommen. Und zwar ist es das Thema Sicherheit. Und dafür habe ich mir eine ausgewiesene Expertin eingeladen, die ich jetzt erstmal begrüße. Ich sage hallo, Clara Röder, grüß dich. Hallo Jörg, guten Morgen. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich glaube, das ist ein Thema, das wir bis jetzt auch noch so im Podcast sträflich vernachlässigt haben. Ich muss gerade mal so meine Folgenhistorie zurückdenken. Hier und da haben wir es mal geschleift, aber ich glaube, heute gehen wir mal wirklich tief auf dieses Thema Sicherheit und was es auch mit dem ganzen Unternehmen macht ein. Bevor wir das machen, gehen wir doch mal kurz auf dich ein. Erzähl uns doch mal, wer du bist und was du so machst. Ja, sehr gerne. Ich bin im Arbeitsschutz tätig schon seit sehr, sehr langem. Seit 5 Jahren bin ich selbstständig und berate mittelständische produzierende Unternehmen eigentlich dabei, eine Sicherheitskultur zu etablieren, bei der alle mitmachen. Weil Sicherheit, wie du gerade gesagt hast, wird manchmal vernachlässigt, ist manchmal auch so ein bisschen in so einer Schmuddelecke. Und ich finde, da muss das raus, weil das ist viel zu wichtig, um einfach nur so hintenrum in die Ecke gestellt zu werden, weil sich Leute da echt verletzen und teilweise sterben. Und das muss eigentlich nicht sein, weil wir könnten das vermeiden. Daran arbeite ich. Und ja, davor war ich in Beratungsfirmen und auch in großen Konzernen tätig, im Arbeitsschutz, Umweltschutz, und nehme die ganze Erfahrung mit. Und das ist jetzt gerade der Stand, wo ich stecke. Wo du steckst. Okay, wunderbar. Also, dann lass uns vielleicht mal ein paar Begrifflichkeiten klären. Also das Interview steht ja unter dem Titel auch Sicherheit braucht Kultur. Du hast den Begriff auch selbst schon genannt, also Sicherheitskultur. Wie definierst du das? Also A, wie definierst du Sicherheit, also diesen Oberbegriff? Und was müssen wir uns dann unter Sicherheitskultur genau vorstellen? Wie ist das genau gemeint? Also wenn man Sicherheitskultur, ich meine das im Sinne einer Präventionskultur, also und muss den Arbeitsschutz noch hinzufügen. Wenn man diesen Begriff nur googelt, kommt man auch manchmal zu so Cyber Security und sowas. Das ist damit nicht gemeint. Ich bin ganz klar beim Arbeitsschutz. Viele nennen es auch Präventionskultur. Manchmal ist das Wort Prävention ein bisschen sperrig, deswegen mir ist das Sicherheitskultur wichtiger. Und dann geht's mir eigentlich darum, wie wir Arbeitssicherheit im Unternehmen leben. Wie das funktioniert, wie wir das machen. Das ist die Kultur, von der ich spreche. Ist das was, was wichtig ist? Ist das nicht so wichtig? Lässt man das halt schleifen? Nimmt man die PSA oder nicht? Welche Wichtigkeit hat das? Welchen Fokus hat das? Wie gehen wir damit um? Also ist das im Endeffekt dann an allererster Stelle auch wieder ein Führungs- oder ein Chefthema, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Also je wichtiger es von oben in der Kultur oder in der Sicherheitskultur betrachtet wird, desto stärker etabliert sich das Ganze auch im Unternehmen. Ja, genau so ist es. Wenn der Chef führt das Unternehmen, er sagt, wo es lang geht, wie er das gerne hätte. Und wenn die Mitarbeiter glauben, dass dem Chef die Produktion wichtig ist, schaffen, schaffen, schnell, schnell, dann machen sie das auch so. Wenn die ganz klar wissen, pass auf, wenn ich jetzt hier eine Abkürzung wähle, bei der ich ein Risiko eingehe und der Chef will das, ist es ganz klar, dass das nicht okay ist, dann hat auch der Arbeitsschutz eine Chance. Also ohne das, die Führung ganz klar dahinter steht und das auch kommuniziert und auch als Vorbild mitnimmt, kriegen wir das nicht hin. Das muss von oben kommen.
Ja, wie beurteilst du da die Situation aktuell? Also ich weiß ja, du bist eher so in größeren Unternehmen tätig, also auch im produzierenden Bereich. Aber vielleicht kannst du da eine grundsätzliche Aussage darüber treffen. Also wie sind wir denn da aufgestellt? Gehören wir eher zum Team, hey, wir sind vorsichtig, wir haben das wirklich in der Kultur verankert, oder sind wir eher Team, ja komm, lass mal gut sein, wird schon nichts passieren? Ich glaube, wir sind ein sehr differenziertes Bild. Natürlich gibt es Firmen, die sind schon sehr, sehr weit. Die können das und haben das gut drin. Aber ich glaube, in den meisten Fällen haben wir da noch viel Luft nach oben. Okay. Ja. Wir haben in eigentlich allen Firmen die sicherheitstechnische Betreuung sichergestellt. Also eigentlich hat mittlerweile jede Firma, es ist ja auch Pflicht, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, sodass man sich um die technischen Dinge wirklich gut kümmert. Da, wenn man sich insgesamt die Unfallstatistiken, Zahlen der letzten Jahre anschaut, sind wir ja auch, werden wir immer besser. Aber es gibt gerade schon so einen Trend, wo man merkt, die Unfälle, die passieren, die kann man nicht mehr durch technischen Fortschritt vermeiden, sondern da geht es jetzt darum, dass die Mitarbeiter die richtigen Entscheidungen treffen. Weil sie ja mit den Dingen arbeiten und nicht jede Situation ist 100% planbar, voraussehbar, sondern in dem Moment entscheidet ein Mitarbeiter. Und für diese, man nennt das ja verhaltensbedingten Unfälle, die dann passieren, weil falsche Entscheidungen getroffen werden, für die, um die kümmern wir uns jetzt, wenn wir bei der Kultur sind. Für die braucht es diesen Fokus, dass Arbeitsschutz wichtig ist und dass wir an der Stelle uns des Risikos bewusst sind, dass wir gerade eingehen und die richtige Entscheidung treffen. Okay, lass uns das doch vielleicht mal ein Stück weit durchspielen. Also gehen wir jetzt mal von einem Unternehmen aus. Wir spezifizieren das jetzt gar nicht von Größe oder Branche. Aber da haben wir jetzt den Fall, gut, wir sind jetzt, was das Thema Sicherheit angeht, noch nicht so wahnsinnig gut aufgestellt, haben hier und da vielleicht auch mal einen Unfall und jetzt klingelt's langsam, aber sicher in der Führungsetage, Mensch, da müssen wir was machen, wir müssen dieses Thema angehen. Was ist dann der erste, der zweite, der dritte Schritt? Wie geht man das am sinnvollsten an, damit am Ende auch das rauskommt, was man sich vorstellt? Ja klar, man fängt erstmal an, wenn man Unfälle hat, die richtig ordentlich zu untersuchen und auch passende Maßnahmen zu machen, sodass dieser Unfall nachhaltig nicht wieder passiert. Man schaut, dass man nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern die wahren Ursachen dieses Unfalls rausfindet. Also wirklich, warum? Nicht nur, oh, der Mitarbeiter hat halt einen Fehler gemacht, sondern, oh, warum hat er da die falsche Entscheidung getroffen? Das ist schon mal ein hilfreicher Punkt. Und dann kommt es wirklich insgesamt drauf an welcher Stelle das Unternehmen steckt und welche Routinen die Firma schon hat. Wo kommt bisher Sicherheit vor? Wie oft sprechen wir darüber? Wie oft denken wir darüber nach? Und diesen Fokus so Stück für Stück zu intensivieren. Wenn ich im Moment einmal im Quartal eine ASA-Sitzung mache und sonst weiter nichts, mache ich vielleicht mal noch ein paar mehr Rundgänge, um mehr Dinge zu sehen, mehr Dinge vorwärts zu bringen. Animiere auch die Mitarbeiter dazu, Risiken zu erkennen, zu melden. Und wenn dann ein Hinweis kommt aus der Belegschaft, hey, das ist jetzt aber vielleicht nicht so sicher, wie wir das hier machen, dann nutze ich den natürlich sofort und ignoriere den nicht und sage, ah ja, hab dich nicht so, sondern ich nehme den dann ernst, überlege idealerweise gemeinsam, was müssen wir anders machen? Und so nehme ich idealerweise alle mit. Weil wenn ich die Mitarbeiter nicht mitnehme bei dem Ganzen, habe ich die Chance, also das Problem, dass ich im Zweifel von oben herab irgendwas will. Und das hilft uns gar nichts. Die müssen schon verstehen, warum wir es machen und auch dahinter stehen. Lass mich das Thema gleich aufgreifen. Ich habe zwar jetzt einen anderen Gedanken im Kopf, aber ich schiebe ihn mal nach hinten. Ich hoffe, er fällt mir da nicht hinten runter.
Aber dieses Thema alle mitnehmen. Also selbst, man, das kennen wir ja, ich sage jetzt mal, von jedweder Veränderung oder von jedweder Neuerung. Wenn oben jemand sich denkt, so, das verändern wir jetzt und es geht dann durch die Unternehmensinstanzen durch, egal wie groß das Unternehmen ist, sind immer Leute dabei, die sagen, ja komm, lass mal stecken, was soll denn der ganze Quatsch? Haben wir früher auch schon immer so gemacht, ist auch immer gut gegangen. Bin ich nicht dabei. Was mache ich jetzt als Unternehmer, als Unternehmerin, als Führungskraft, wenn ich feststelle, so, also ich habe einfach ein paar übliche Verdächtige, die grundsätzlich, was weiß ich, ich gehe jetzt mal von meiner alten Branche aus im Dachdeckerbereich, die grundsätzlich keine persönliche Schutzausrüstung tragen, die sagen, hey, ich mache das 30 Jahre, ich bin noch nie runtergefallen, werde ich auch die nächsten 10 Jahre nicht runterfallen. Wie gehe ich da vor? Wie löse ich das? Ja, das sind natürlich wirklich harte Nüsse, die komplett sagen, sie wollen nicht. Aber ich würde in einem persönlichen Gespräch rausfinden, warum. Ich würde sehr klar erläutern, dass es mir persönlich wichtig ist, dass, wenn du für mich arbeitest, dass du hier nicht runterfällst. Und das ist eine gefährliche Sache. Es fallen Jahr und Jahr so und so viele runter. Die Zahlen habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf. Und sich anzuleihen in der Situation hat nichts mit Schwäche zu tun oder mit du bist nicht gut genug. Das kann einfach jedem in einem blöden Moment passieren. Und ein blöder Moment ist total menschlich. Und dagegen möchte ich dich schützen. Also ich würde ein klar sehr persönliches Gespräch machen. Wenn alle diese Dinge nicht funktionieren, braucht es immer ein gewisses Konsequenzenmanagement, das klar ist, ich möchte, dass das so läuft. Und wenn das nicht so läuft, dann gibt es klare Schritte von Gespräch mit dem Chef, Abmahnung und im Zweifel muss man dann konsequent sein. Erst dann wissen die Leute, ich meine das wirklich ernst, wenn es nicht anders geht. Ja. Also, das gibt es definitiv. Ich habe ein paar Dachdeckerunternehmen von innen gesehen in meiner Zeit. Und das gibt es also definitiv. Also ich glaube, du hast auch den richtigen Punkt getroffen. Das ist, denke ich, nicht nur im Dachdeckerhandwerk so. Das ist so ein Stück weit vielleicht auch so eine Macho-Geschichte, ne? Dass man sagt, ah, komm, brauche ich nicht, ja, passiert doch nichts, ne? Ich bin stark oder mir, ne? Passieren auch keine Fehler. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das häufiger mal vorkommt. Und ich möchte auch gar nicht dieses Thema mit Konsequenzen zu stark betonen, weil ich glaube immer, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass das auch nicht hilft im Arbeitsschutz, wenn wir drohen, sondern eigentlich wollen wir miteinander und je mehr Vertrauen wir untereinander haben, je mehr wir miteinander sind, versteht vielleicht auch mein Mitarbeiter, dass mir das einfach wichtig ist und im Zweifel macht das dann am Ende für mich hoffentlich. Wenn wir ein gutes Verhältnis geschafft haben, aufzubauen, wenn er versteht, dass er auch seiner Familie nichts mehr bringt, wenn er nicht mehr arbeiten kann. Ja. Risiko besteht einfach. Ja. Lass mich das Thema mal noch von der anderen Seite aufrollen. Ich meine, es ist ja so, ich kann ja zum einen zwar, ich sage jetzt mal, diese Grundsicherheitskultur haben und kann auch sagen, ja, mir ist das wichtig. Was ich mir vorstellen könnte, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist ja sehr häufig so, dass ich einfach Stress habe, dass Arbeitsabläufe grundsätzlich vielleicht nicht gut geplant sind, dann wird es hinten raus vielleicht zeitlich ein bisschen eng und dann versuche ich irgendwas fertig zu machen oder irgendwas noch zu erledigen und dann, ja, lasse ich das mit der Sicherheit mal gut sein, weil das kostet mich jetzt dann eben einfach Zeit. Also ist es so, dass man sich auch die grundsätzlichen Arbeitsabläufe mal anschaut, damit für das Sicherheitsthema auch immer Zeit da ist? Das ist ein super Beispiel, weil das ist eins, klar, schaut man sich die Arbeitsabläufe an und wenn man das gut hinkriegt, dann hat man mit Arbeitsschutz angefangen, aber am Ende den Prozess verbessert. Und das ist dann das, wo Arbeitsschutz nicht mehr nur, oh, wir müssen noch, sondern ja, das bringt die Firma wirklich voran, weil wir die Prozesse so verbessert haben, dass es einfach am Ende nicht mehr zeitkritisch wird, weil wir es einfach klar haben. Und dass am Ende Mitarbeiter, am Ende, wenn der Kunde, der Lieferzeitpunkt ist da und wir müssen uns beeilen,
Da muss es für die Mitarbeiter ganz klar sein, wie soll ich handeln? Erwartet der Chef von mir, dass das Teil pünktlich fertig ist? Oder erwartet der Chef von mir, dass ich keine Abkürzung nehme und im Zweifel wartet der Kunde? Und hinterher lernen wir daraus und ändern unseren Prozess, sodass uns dieser Mist nicht nochmal passiert. Das wäre die richtige Lösung dazu. Okay. Du hast ein Thema angesprochen, das ich auch mit auf dem Zettel hatte, ich nenne es jetzt mal der positive Nebeneffekt, ja, weil es ist ja so, also das wirst du ja höchstwahrscheinlich auch kennen. Ich meine, Sicherheit ist ja jetzt nicht grundsätzlich so das Knallerthema, wo alle sagen, yay, klasse, lass uns endlich mal wieder über das Thema Sicherheit reden, sondern das ist eher so der gegenteilige Faktor. Sowohl, glaube ich, bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitern. Aber es hat ja auch sehr viel positive Nebeneffekte, wenn man an dieses Thema rangeht. Da habe ich einiges bei dir gelesen. Wäre aber schön, wenn du das auch für die Zuhörer hier mal so ein Stück weit skizzieren könntest. Also was mit dem Thema Sicherheit eigentlich alles so einhergeht. Ich weiß jetzt gerade, habe jetzt nicht den Artikel vor der Nase, den du meinst. An sich, wenn ich mich gut um Sicherheit kümmere, jetzt muss ich mich gerade sammeln, jetzt habe ich den Faden verloren. Alles gut, also ich kann dir sagen, worauf ich so ein Stück weit hinaus will. Also ich meine, ich habe ja auch positive Effekte, was das Thema Arbeitgeberqualität angeht. Ich habe unter Umständen positive Effekte, was das Thema Stimmung im Unternehmen angeht, was auch wieder auf die Arbeitgeberqualität zurückschlägt. Also es sind ja viele Dinge, die sich da mit ergeben. Und da habe ich auf deiner, also jetzt habe ich keinen direkten Artikel, aber da habe ich immer wieder was gefunden auf deiner Homepage, wo du darauf eingehst. Was es für ein Unternehmen bedeutet, wenn es in der Sicherheit gut aufgestellt ist. Ja klar, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Fachkräftemangel gehen oder auf Mitarbeiterzufriedenheit, wenn ich mich gut um meine Mitarbeiter kümmere und sie ausstatte mit der besten und passendsten PSA, die es gerade gibt, dann und ihnen nicht Standardschuhe gebe, sondern ich gebe die, die ihnen passen, dann fühlen sie sich natürlich deutlich mehr wertgeschätzt und ist gut für die Firma. Wenn man merkt, hier ist ein Risiko, der Chef kümmert sich sofort und Probleme werden gelöst. Fühlt sich das attraktiv an, für mich dort zu arbeiten, weil ich merke, ja, die Firma passt für mich, da bin ich wichtig. Ich darf mich einbringen. Arbeitsschutz lebt davon, dass sich Mitarbeiter einbringen und andersrum bringen sich eigentlich Mitarbeiter auch gerne ein. Wenn ich in einer Firma arbeite, wo ständig irgendwas passiert, muss ich ja auch Angst haben, dass es mich irgendwann erwischt. Und das will eigentlich, ja, keiner. Leuchtet ein, ja. Das leuchtet definitiv ein. Und wenn wir eine Situation oder eine Kultur schaffen, in der jeder sich einbringt und Dinge melden kann, die fast schiefgegangen sind, dann hilft es für den Arbeitsschutz. Aber das hilft natürlich auch für überhaupt Prozesse und für Ideen. Weil Mitarbeiter wollen ja per se beitragen zum Erfolg der Firma. Das heißt, vielleicht haben sie ja auch Prozessideen, die überhaupt besser werden. Und somit hilft diese offene Kultur, dass man Fehler machen darf, dass man sie sogar ansprechen soll, weil wir daraus lernen wollen, nicht nur für den Arbeitsschutz, sondern auch für die Firma insgesamt. Okay, dann lass uns mal zum Schluss noch ein Stück weit in das Thema Umsetzung hineingehen. Ich habe bei dir gelesen, dass Arbeitssicherheit 80% Kommunikation ist und nur 20% Regeln, also das klassische Pareto-Prinzip. Kannst du uns das ein bisschen aufdröseln? Wie ist das genau gemeint? Es ist so gemeint, dass es wichtig ist, wie ich über den Arbeitsschutz spreche. Und zum Ersten ist es wichtig, dass ich über ihn spreche, dass einfach ein Fokus da ist. Wenn Führungskräfte nie über den Arbeitsschutz sprechen, dann findet das nicht statt, dann ist das nicht wichtig. Und deswegen ist eben die halbe Miete schon allein, das in Fokus zu rücken, um zu sagen, ja, das ist wichtig, darauf möchte ich, dass wir Acht geben,
und das in einer Botschaft, die halt klar ist. Man kann auch an dieser Kommunikation einiges falsch machen oder in die falsche Richtung rennen. Wenn ich zum Beispiel als starker Chef sage, ich will hier im Unternehmen keine Unfälle mehr sehen, dann kann das zwei Effekte haben. Ich meine, der Wunsch ist, ich möchte unsere Unfälle reduzieren. Was aber eventuell ankommt, wenn ich die Kommunikation nicht perfekt hinkriege, dass die Mitarbeiter keine Unfälle mehr melden, weil Chef will sie ja nicht mehr sehen. Und dann verstecke ich das, verstecken sie das, dann ja, verschweigt man das und das wird natürlich nicht besser, weil dann können wir nicht daraus lernen, können wir diese Risiken nicht abstellen, dann machen wir es eher schlechter. Also deswegen meine ich, dass Kommunikation im Arbeitsschutz das A und O ist. Man braucht auch Regeln, wir haben auch Regeln, aber das Entscheidende ist, wie wir darüber reden. Wie und wie oft und wie, mit wie viel Nachdruck und Passion, sage ich mal. Das führt mich dann zu meiner letzten Frage. Das habe ich auch bei dir auf der Homepage gesehen. Ihr habt einen Punkt, der sich dann nennt Storytelling. Also ihr verpackt den Arbeitsschutz in eine Geschichte, auf Wunsch sogar in einen Comic, so wie ich das gesehen habe, um die wichtige Botschaft zum Thema Sicherheit in eine für alle verständliche und schnell eingängige Geschichte zu bringen. So habe ich zumindest verstanden. Sag uns mal kurz, wie ihr das macht und was so dahinter steckt von der Idee her. Ja, der Gedanke ist, im Arbeitsschutz, wie ich gerade gesagt habe, die Kommunikation ist besonders wichtig. Und wenn wir nochmal zurückgehen an Anfang, an diese Schmuddelecke, in der Arbeitsschutz manchmal steckt, man hat eine Unterweisung, die ist besonders langweilig, die geht auf der einen Seite rein und dann gleich wieder raus. Ja, dann hat man eigentlich nicht viel gekonnt und man hat es über sich ergehen lassen. Das Ziel ist, wir wollen wichtige Botschaften, dass sie auch bei den Menschen ankommen. Dass sie eben nicht belehrend sind, weil kein Mensch möchte belehrt werden. Und die Idee entstand mit einer Kollegin zusammen, die ganz viel im Bereich Storytelling unterwegs ist. Wir gesagt haben, Mensch, mit Geschichten kann man die Leute anders erreichen, mit Emotionen erreichen. Und das hilft uns im Arbeitsschutz ungemein, um ihn aus dieser Schmuddelecke einfach rauszukriegen. Und wenn man eine Botschaft hat, die besonders wichtig ist und man eigentlich keine bisher nicht erfolgreich war, in der Firma zu verteilen oder nicht richtig weiß, wie man sie an alle Mitarbeiter bringt, dann ist eine Geschichte einfach eine super Sache, weil sie sich auch weiter verbreitet. Leute hören gern Geschichten, erzählen sie weiter. Und dann haben wir genau den Effekt, dass über den Arbeitsschutz gesprochen wird. Das ist der Gedanke dahinter. Ich finde den, ja, kommt der Arbeitsschutz aus so einer Bäh-Ecke raus und wir reden gern drüber. Und die Idee mit dem Comic kam, dass man die Geschichten ja auch erzählen muss, wenn man nicht das richtige Forum hat, um gerade so Geschichten zu erzählen. Gibt es ja in vielen Firmen durchaus so Bildschirme, wo man Informationen verteilt oder eben schwarze Bretter oder sowas, wo normalerweise irgendwelche Produktionszahlen hängen und wo durchaus auch mal eine Arbeitsschutzbotschaft hängen darf, die dann ja positiv im Kopf bleibt und nicht nur, oh, schon wieder die mit dem Arbeitsschutz. Das ist der Gedanke. Hast du ein Beispiel für so eine Geschichte? Also du musst natürlich keine Namen oder irgendwas nennen, aber nur, dass man mal eine grobe Vorstellung hat, wie so eine Geschichte aufgebaut ist. Die Geschichten folgen immer dem gleichen Prinzip. Es gibt einen Held, der hat ein Problem und dann hat er eine Lösung. Das ist ganz klassisches Storytelling. Aber ich kann ja mal eine Geschichte erzählen. Da ging es um da gab es einen Unfall mit, den wir untersucht haben, in einer Firma, die so 100 Mitarbeiter, es war zu Corona-Zeiten und das Ergebnis dieser Unfalluntersuchung war eigentlich, es war eine
besondere Tätigkeit, die kein Standard ist, die sonst nicht wieder vorkommt. Das war wirklich speziell und die Mitarbeiter waren nicht umsichtig genug. Die haben was übersehen beim Auseinanderbauen eines Teils und dann gab es einen riesen Knall. Zu Corona-Zeiten gab es keine so gescheiten Team-Meetings und dann haben wir da eine Geschichte draus gemacht und haben die in einem Team-Meeting gezeigt und danach in der Kaffeeküche war das Gesprächsthema. Haben alle plötzlich über diesen Unfall gesprochen. Und ich habe hinterher Fragen zu diesem Unfall bekommen von Kollegen, die überhaupt nicht in dem Meeting waren. Das bedeutet, wir haben mit dieser Geschichte geschafft, dass einfach drüber gesprochen wird, dass informell Arbeitsschutz wichtig ist. Das hat mich fasziniert, das fand ich toll. Und sonst habe ich als Comic noch auch ein Beispiel auf meiner Homepage, das ich auch gerne weitergebe, dass man ausprobieren kann. Da haben wir einen Treppenunfall, wo jemand halt mit dem Handy auf der Treppe runterfällt, in ein Comic gepackt. Dieser Comic ist gemacht für eine Firma, die sehr viel mit Forschung und Entwicklung zu tun hat. Deswegen sind da Tüftler am Werk und es spricht die an. Aber auch das, die Rückmeldungen dazu sind auch total positiv, dass man dann als Fachkraft für Arbeitssicherheit zum Beispiel angesprochen wird von Leuten auf die Details dieser Geschichte, weil es einfach so antriggert ein bisschen. Aber es ist jetzt schwierig, das zu erzählen, weil muss man, glaube ich, gesehen haben. Gut, das machen wir uns ganz einfach. Die Homepage von Clara werde ich euch in den Shownotes verlinken und dann könnt ihr selber mal draufklicken und euch auch diese Geschichte, ich nehme an, unter dem Punkt Storytelling in deinem Menü. Genau, ja. Genau. Dort gibt's den Comic und das Video, glaube ich, auch. Genau, gut. Da könnt ihr euch das anschauen. Das werde ich euch verlinken. Also hier einfach mal reinschauen. Und dann gebe ich dir jetzt, wie allen meinen Gästen, zum Schluss die Möglichkeit, zu deinem Thema einen Appell an unsere Zuhörer zu richten. Was ist wichtig? Was müssen wir alle noch aus diesem Interview zum Thema Sicherheit mitnehmen? Nehmt es ernst. Mach das war der Appell? Kurz und knackig? Ja. Okay. Wunderbar. Ja, das kann man ja auch unterstreichen, kann man gar nicht mehr zu sagen. Okay, wunderbar. Clara, ich danke dir für deine Zeit und für die Einblicke in das Thema Arbeitssicherheit. Euch danke ich fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder hier beim Workerscast. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, euer Jörg.